Herr Grossstadtrat Viktor Rüegg, Sie sind Präsidiumsmitglied von der Chancen 21. Da müssten Sie sich ja eigentlich freuen, dass jetzt der neue Fernsehsender Tele1 kommt. Von Freude kann nicht die Rede sein. Anstelle von Freude ist blanker Ärger vorhanden. Ich ärgere mich, dass man in der LZ Medien AG ein Monopol schaffen tut jetzt auf allen vier Medienbereichen, Internet, Zeitungswesen, Radio und jetzt neue Fernsehen. In der ganzen Zentralschweiz, das ist medienpolitisch völlig falsch. Und ich verstehe den Bundesrat Leuenberger wirklich nicht, also dass er nicht selber gemerkt hat und da eine andere Lösung gesucht und gefunden hat. Aber der Bundesrat hat ja argumentiert, dass eine Firma eine gewisse Größe braucht, um hochqualitatives Fernsehen zu machen. Dann würde Teletel im Prinzip gar nicht mehr länger. Ich glaube nicht, dass Medienleistungen primär von der Größe abhängig sind. Sonst wäre beispielsweise der Blick ja wahrscheinlich in der Schweiz führend medienmässig, ist von der Qualität her sicher nicht. Aber ich würde einen Punkt teilweise dem Bundesrat Leuenberger recht geben. Ich bin mit dem Teletel-Auftrag auch nicht immer zufrieden gewesen. Ich glaube, da gibt es effektiv Verbesserungs- und Optimierungspotenzial. Aber die Lösung, die jetzt vorgesehen ist mit dem neuen Tele1, war von vornherein rein schon strukturell klar schlechter als jede andere Form von Teletel. Glauben Sie nicht, dass das Tele1 letztendlich nur ein Papiertiger ist? Das glaube ich nicht. Wenn man die ganze Medienpolitik von der LZ Medien anschaut, dann nachher sieht man das und weiss man das seit einiger Zeit schon, dass sie effektiv Zentralschweiz flächendeckend mit einem Medium, sprich letztlich auch mit einer Meinung, abdecken. Und gegen das wehren wir uns mit Händen und Füßen. Herr Grossstadtrat Viktor Rüegg, haben Sie unsere Petition auf www.rettetteletel.ch bereits unterschrieben? Ich habe die gesehen und werde die mit Begeisterung unterstützen. Herr Viktor Rüegg, vielen Dank für das interessante Gespräch.